Ja, ganz herzlich willkommen zum Thema Maße umformen und speziell jetzt auf Gewichte bezogen. Bei Gewichten haben wir vier Einheiten, also Maßeinheiten, die wir uns merken wollen. Und zwar die Tonnen, Kilogramm, Gramm und Milligramm. Das ist geordnet von die größte Maßeinheit zu die kleinste Maßeinheit. Tonnen werden gerne benutzt für Autos, Container, Kilogramm für Menschen, vielleicht auch mal einen Sack Kartoffeln, aber hauptsächlich wird Gramm für Lebensmittel benutzt. Und Milligramm haben wir dann bei chemischen oder physikalischen Reaktionen, wo wir ganz wenig von dem Stoff brauchen und das genau abgemessen werden muss, wie viel von dem Stoff wir jetzt genau brauchen. Genau. Ganz wichtig, bei diesen Maßeinheiten ist es ganz leicht, sich zu merken, wir nehmen entweder mal 1000 oder durch 1000, um halt die Einheit zu wechseln. Und das ist jetzt nicht so wie bei den Längen beispielsweise, wo wir auch mal 10 nehmen, also noch ein bisschen kleinere Unterteilung haben. Bei den Gewichten ist wirklich einfach alles mal 1000 oder durch 1000. Okay, dann kommen wir gleich zum Beispiel. Wir wollen das ja verwenden. Und diesmal habe ich ein Beispiel gegeben, wo wir einfach direkt eine Additionsaufgabe haben. Wir haben 3,2 Tonnen plus 537.000 Gramm. Und das eine ist jetzt eine Tonne, das andere ist in Gramm angegeben. Wir wollen das erstmal beides auf eine Einheit bringen, also auf die gleiche Einheit bringen, sodass wir das miteinander verrechnen können. Wir können nicht einfach Tonnen plus Gramm rechnen. Deswegen habe ich jetzt hier die 537.000 Gramm umgestellt in 537 Kilogramm. So, mal durch 1000 genommen, ne? Also von Gramm zu Kilogramm. Und wir müssen mal 1000 nehmen, um von Tonnen zu Kilogramm zu kommen. Deswegen sind 3,2 Tonnen 3200 Kilogramm. Das ist jetzt jeweils die gleiche Einheit. Und deswegen können wir sagen, dass diese 3,2 Tonnen plus 537.000 Gramm ist genau dasselbe wie 3200 Kilogramm plus 537 Kilogramm. Und dann kommen wir auf ein Ergebnis von 3737 Kilogramm. Genau. Die Gewichte sind wirklich, was die Maßeinheiten angeht, sehr, sehr benutzerfreundlich. Und wie gesagt, ihr habt da ja keine weiteren Unterteilungen. Ich denke, das wird euch keine großen Probleme bereiten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr das verstanden habt und wünsche euch noch viel Erfolg.